da haben wir jetzt wieder so eine Fichtenwurzel. Was man hier schön sehen kann, gerade an diesem Ding, das geht ja jetzt schon in Richtung Kamera, also wirklich in die Tiefe. Also man kann nicht sagen, die Fichte hat es nicht versucht. Sie baut dann schon so irgendwelche Wurzeln, die ein bisschen nach unten gehen sollen. Diesen breiten Wurzelteller, den macht sie in jedem Fall. Aber eben normalerweise, wenn sie einen Boden hat, auf dem sie optimalere Bedingungen vorfindet, dann baut sie noch so kurze Wurzeln, die eben nach unten in die Tiefe hineinragen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Zoomen wir zu diesem Zweck auch noch mal ein wenig raus. Also sie versucht es schon. Dieses Wurzelsystem heißt dann nämlich im Übrigen Senkerwurzelsystem und nicht Flachwurzelsystem. So gesehen ist die Fichte nämlich also überhaupt kein Flachwurzler, wie ja auch gelegentlich mal manche Leute, die sich mit dem Wald eigentlich auskennen sollten, behaupten, sondern eben ein Senkerwurzler. Und hier in dieser Gegend eben in überwiegend flacher Ausprägung, beziehungsweise die Senkerwurzeln funktionieren nicht richtig. Aber jetzt der armen Fichte zu unterstellen, sie sei ein Flachwurzler, ist also rein botanisch gesehen eigentlich falsch. Arme, arme Fichte. Gut, die ist eh tot. Hier kann man sehr schön erkennen, wie die Fichte sich dann einfach versucht, unter den gegebenen Bedingungen trotzdem zu etablieren. Man kann sich als Baum ja leider nicht aussuchen, wo man steht. Und da, wo man steht, muss man eben versuchen, stehen zu bleiben. Daher schlingt sie sich hier richtig. Kann man richtig schön sehen, wie sie echt versucht, sich um diesen Stein zu schlingen. Und naja, offensichtlich hat es ihr nicht viel geholfen. Aber was soll sie machen? Durch diesen Stein durchwachsen kann sie nicht. Und wie ich eben auch schon mal erwähnt habe, eine Eiche hätte durchaus eine Möglichkeit, zwischen solchen Steinplatten echt noch eine Wurzel durchzuschieben. Und solche Steinplatten, also so massive jetzt auch nicht natürlich, aber so kleinere Steinplatten könnte sie damit wirklich mit der Wurzel dann noch sogar auseinandersprengen. Man spricht da auch von Wurzelsprengung. Das ist eigentlich ein ganz übliches Phänomen in vielen Bereichen der Natur. Also hier könnt ihr noch mal schön sehen, wie die Fichte wirklich da versucht, noch um diese Steinplatte drumherum in die Tiefe zu wachsen. Sie hat es versucht. Den Versuch muss man ihr löblich anrechnen. Aber wie soll man da in die Tiefe kommen? Durch so einen Stein kommst du einfach nicht durch. Keine Chance. Und da unten sah es auch nicht viel besser aus. Ja, ich sitze jetzt hier mal auf ein wenig Buntsandstein. Das ist hier so die typische Form des Buntsandsteins, ist dieses Vorkommen in diesen relativ großen Blöcken. Und die verwittern dann halt nach und nach und werden zu kleineren Blöcken und irgendwann hat man wieder Sand. Also ein Sandstein ist im Prinzip nur durch enorme Energie zusammengepresster Sand. Schlicht und ergreifend ist damit zwar ein an sich eigentlich hartes Gestein, aber doch recht leicht verwitterbar, weil man in den Sand quasi einfach abschleifen kann, die einzelnen Sandkörnchen. Das geht dann ganz gut auseinander. Auch wenn es im Prinzip eigentlich jetzt erstmal hart ist. Aber so ein Buntsandstein verwittert doch relativ schnell. Deshalb gibt es auch viele schöne Sandsteinformationen in der Natur, wo man ganz tolle Sandstein-Canyons und ähnliches sich angucken kann. Utah in Amerika zum Beispiel, ganz tolle Sachen gibt es da. Bei uns ist in Deutschland eher weniger, weil wir eiszeitbedingt überall recht junge Formationen haben. Da war einfach keine Zeit, dass da jetzt irgendwelche großartigen, tollen Einschleifungen in Sandstein durch Flüsse oder ähnliches entstehen konnten. Eiszeiten sind ja erst, also als das Eis weg ist, sagen wir mal so rund 10.000 Jahre, kommt oft darauf an, wo man sich befindet, aber das ist schon mal so grober Richtwert. Ende der Eiszeit war, glaube ich, offiziell 12.000 und dann alles weg und so weiter, aber naja, sagen wir einfach mal 10.000. Warum hocke ich hier jetzt noch? Solche Steinformationen sind eine hervorragende Fläche auch für eben irgendwelche lustigen Tiere, die dann hier so reptilienartig unterwegs sind und ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren können. Die müssen sich dann auf so einen Stein, der sich in der Sonne halt eben entsprechend schnell aufwärmt, drauflegen, um sich selbst aufzuwärmen. Sie wohnen auch ganz oft in solchen Steinhäufen. Weil die teilweise recht tief runterreichen mit den Spalten, die im Stein eben sich befinden und die Temperatur im Boden gleich mal erheblich höher ist als hier draußen, wo halt eben die Atmosphäre doch recht abkühlend auf die Erdoberfläche einwirkt.
Gerade hier jetzt eben in diesem Bereich des Nordschwarzwaldes, hier im Nationalpark, sind so typische Reptilien, die hier vorkommen und super selten und interessant sind, ist die Kreuzotter. Teilweise auch in der schwarzen Ausprägung der Kreuzotter. Die nennt man dann auch Höhlenotter, aber im Prinzip ist es auch nur eine ganz normale Kreuzotter. Kreuzotter ist so Deutschlands bekannteste Giftschlange. Ich glaube, es gibt theoretisch noch eine zweite, aber die ist so selten, dass man sie im Prinzip eigentlich schon fast ignorieren kann, finde ich. Kann man anderer Meinung sein, aber Kreuzotter ist jedenfalls so unsere Giftschlange, wenn man so möchte. Sollte man vielleicht gleich mal erwähnen, wie gefährlich ist denn die? Ein Kind, ja, das sollte definitiv schnell zum Arzt gebracht werden. Jetzt irgend so ein nahezu 100 Kilo Mensch wie ich, ja, ich bin dick geworden, egal. Da ist das relativ egal. Also wenn dich da eine Kreuzotter beißt, dann ja, vielleicht mal eventuell, wenn gerade sowieso Sprechstunde ist, könnte man drüber nachdenken, ob man zum Arzt geht. Man kann auch den männlichen machen und einfach nicht zum Arzt gehen. Das ist nicht so dramatisch. Das Gift der Kreuzotter ist zwar an sich sehr tödlich, aber sie hat davon nur ganz wenig. Daher alles nicht so dramatisch. Und eben in solchen Steinformationen, da wohnt die gerne drin, da übernachtet sie auch, beziehungsweise überwintert sie in Winterstarre. Und kommt dann irgendwann jetzt wahrscheinlich mal in den nächsten Wochen mal nach außen gekrochen und hockt sich hier auf so einen Stein, um sich mal ein bisschen durchwärmen zu lassen. Jo. Zu Buntsandstein könnte ich jetzt noch alles Mögliche erzählen, aber das lasse ich. Eine meiner persönlichen Lieblingssehenswürdigkeiten ist dieser Knopf hier, Notaus. Bei starkem Sturm oder umstürzenden Bäumen bitte Notaus betätigen. Betätigen, ohne Ä, mit E, falsch geschrieben, egal. Ich finde die Idee geil, das hat irgendein Witzbold hier mal angebracht, nachdem er der Meinung war, dass so ein starker Sturm nicht nochmal vorkommen sollte. Und falls doch, eben diese Sicherheitsvorkehrung installiert, bei dem man den Sturm dann entsprechend abschalten kann. Ja, ich habe es heute Morgen übrigens mal versucht, als es hier noch zu windig war, um überhaupt irgendwas filmen zu können. Es hat nicht funktioniert. Ich bin entsetzt. Aber die Idee finde ich geil. Wo ich hier jetzt rumstehe, ist jetzt ein paar Meter außerhalb von diesem Bannwaldgebiet, also eben diesem Lotharpfad, in dem forstlich nichts gemacht werden darf. Hier darf jetzt forstlich schon wieder was gemacht werden. Und wie ihr seht, seht ihr nicht so viel. Also das ist jetzt so, ne? Vom Waldbild her, die paar Bäumchen da hinten, das sieht auf dem Lotharpfad bzw. in dem Bannwaldgebiet ganz ähnlich aus. Warum erzähle ich euch jetzt das? Das hätte keiner vermutet. Das ist jetzt tatsächlich so, dass es im Prinzip vollkommen Wurst ist, ob man jetzt in diesem Bannwaldgebiet sämtliches Totholz hat liegen lassen, der Wald hat sich prächtig entwickelt oder wie hier ein bisschen forstlich eingegriffen und ein bisschen gesteuert hat und der Wald hat sich prächtig entwickelt. Es ist also tatsächlich überhaupt noch kein Unterschied zu erkennen und das überrascht jetzt schon den durchschnittlichen Forstexperten schon ein wenig, weil man ja doch davon ausgeht, okay, es braucht den Förster, damit der Wald ordentlich wächst. Wenn der Förster nichts macht, wie da drüben im Bannwald, dann kann das ja eigentlich nur Chaos werden und der wächst da nicht richtig, der Wald. Und das ist hier halt eben nicht passiert, noch nicht. Meine persönliche Theorie dazu ist halt eben, dass es jetzt in der Verjüngungsphase vom Wald, wo er noch ganz jung ist und gerade so im Aufwuchs sich befindet, wirklich nicht so wichtig ist, ob man da jetzt dann schon irgendwelche kleinen Bäumchen umsägt mit der kleinen Handsäge oder eben nicht und das einfach noch keine Rolle spielt. Später, wenn der Wald dann etwas älter ist, da ist es dann für einen Wirtschaftswald schon erforderlich, dass der Förster ein wenig eingreift. Aber jetzt erstmal bei so einer jungen Geschichte hier, nach eben so einer Katastrophe wie so einem Sturm,
ist es halt echt faszinierend, und das würde wirklich der durchschnittliche Förster wahrscheinlich jetzt so erstmal nicht vermuten, beziehungsweise insbesondere wenn er hier steht und das wirklich mal sieht, da ist man schon überrascht, dass der Wald auch ganz offensichtlich ohne uns kann. Da gibt es ja diesen blöden Spruch, glücklich ist die Forstpartie, der Wald, der wächst auch ohne sie. Ja, da ist mehr dran, als man so als Förster vielleicht wahrhaben möchte. Natürlich, er wächst weniger optimal und es wächst Zeug, was man am Ende nicht unbedingt verkaufen kann. Aber so im Prinzip wächst die Natur natürlich auch ohne den Förster. Also der Wald als solcher ist unabhängig von unser eins als Forstmensch. Aber eben, wie gesagt, wir wollen damit Geld verdienen. Wir brauchen auch Holz, mit dem man was anfangen kann, das in hoher Stückzahl. Und das macht dann wieder die Forstwirtschaft absolut erforderlich. Weil in so einem Wald, wenn man jetzt den da also quasi komplett weiterhin fast unbehandelt lässt, da wird schwierig, damit jetzt großartige Stammqualitäten zu erzielen, mit denen man dann auch all die Anwendungen machen kann, die man eben mit Holz machen muss. Und wir brauchen ja Holz. Also das steht ja völlig außer Frage, dass Holz absolut wichtig und notwendig ist. Und da ist es halt einfach nötig, einen bewirtschafteten Wald zu haben, der einfach pro Zeit mehr Holz produziert und auch eben die Nachhaltigkeit damit sichergestellt ist, dass man nicht einfach dann irgendwie alles platt machen muss, um dann zu gucken, wo ist jetzt was, was man verwenden kann. Und der Rest ist halt jetzt eben Brennholz, sondern durch diese Bewirtschaftung, die kontrollierte, kann man da halt dann relativ gut auch wirklich steuern, welcher Baum dann im Endeffekt raus muss und welcher dann da drin bleibt. Und ja, es ist einfach kontrollierter und man weiß auch, wie viel habe ich entnommen, wie viel kann ich noch entnehmen, ohne den Wald als solchen zu gefährden. Aber kleinflächig ist so eine Fläche mal extrem wertvoll, weil man einfach mal sehen kann, wie das dann aussieht, wenn man die Natur einfach mal machen lässt.